Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Jörg Burkhardt, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Fachanwalt für Strafrecht. Ich möchte heute in dem Videoclip mit Ihnen mal besprechen, was es für Folgen hat, wenn man eine Steuererklärung einfach nicht abgibt. Ist unter uns gesagt keine so wirklich gute Idee. Das Finanzamt hat ein ganzes Arsenal von Mitteln, wie es dann dem Steuerpflichtigen nachgehen kann, der nicht freiwillig eine Steuererklärung abgibt. Fangen wir einfach mal an. Erstmal grundsätzlich sind Sie nach Paragraf 149 Abgabenordnung verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Normalerweise veröffentlicht das Finanzamt durch Allgemeinverfügungen einmal jährlich die Aufforderungen an alle Steuerpflichtigen. Das heißt, Sie bekommen keinen Verwaltungsakt zugestellt, sondern das wird in Zeitschriften bzw. durch Aushänge beim Finanzamt und im Bundessteuerblatt des Finanzministeriums veröffentlicht. Und damit wissen alle Steuerpflichtigen Bescheid, dass sie jetzt aufgefordert sind, Steuererklärungen abzugeben. Ansonsten steht auch im Gesetz drin, dass sie eben als Steuerpflichtiger sich erklären müssen. Ausgenommen sind alle die, die bloß eine Antragsveranlagung haben, das heißt, die eigentlich nur Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit nach § 19 ESTG haben und sonst keine weiteren Einkünfte haben. Der Rest muss Steuererklärung sowieso jedes Jahr abgeben. Und der Gesetzgeber bzw. die Finanzverwaltung gehen auch eigentlich davon aus, dass das zur Allgemeinbildung gehört, dass das jeder eben weiß, dass man Steuererklärungen abgeben muss. So, jetzt wollte ich aber mit Ihnen besprechen, was passiert, wenn Sie das nicht machen. Hier haben Sie ganz viele Nachteile zu gewärtigen. Also natürlich haben Sie erst einmal, wenn Sie die Frist versäumen, bekommen Sie, wenn Sie beim Finanzamt bereits erfasst sind, im Rahmen des allgemeinen Mahnlaufs dann eine automatisierte Mahnung. Die kommt Ihnen mit normalem Brief zugeschickt und dann werden Sie daran erinnert, dass Sie Ihre Steuererklärung noch nicht abgegeben haben, dass Sie die einreichen müssen. Aber an Belehrungen steht da drin, dass verschiedene Maßnahmen gegen Sie ergriffen werden können. Müssen Sie also aufpassen, Sie sind hier dann registriert, dass Sie verspätet abgegeben haben. Das kann auch bei den nächsten Steuererklärungen weitere Folgen haben, dass die bei Ihnen bevorzugt angefordert wird, dass man besonders darauf achtet oder Sanktionen festsetzt. Ich möchte mich mal mit Ihnen über die Sanktionen hier unterhalten, die möglich sind. Da ist erstens mal der Verspätungszuschlag zu nennen nach § 152 AO. Wenn Sie zum ersten Mal Ihre Steuererklärung verspätet abgeben, wird nicht unbedingt gleich ein Verspätungszuschlag festgesetzt. Das könnte sein, dass Sie hier Glück haben und keine weiteren Repressalien erfolgen. Ansonsten ist es möglich, dass nach § 152 AO dieser Verspätungszuschlag gegen Sie festgesetzt wird. Das ist kein besonderer Bescheid, sondern das wird im Rahmen der normalen Antragsveranlagung gegen Sie festgesetzt. Und wenn Sie schon mehrfach verspätet abgegeben haben, dann können Sie darauf Gift nehmen, Sie bekommen diesen Verspätungszuschlag festgesetzt. Dann geht es aber noch weiter mit dem Arsenal der Waffen. Die Schätzung kann durch das Finanzamt erfolgen nach § 162 AO. Wenn Sie keine Steuererklärung abgeben, auch auf die erste Erinnerung, auf die allgemeine Erinnerung, die Ihnen dann zugestellt wird, nicht reagieren, vielleicht auch auf die zweite Mahnwelle nicht reagieren, kann das Finanzamt zu einer Schätzung übergehen und der Veranlagungssachbearbeiter wird dann vielleicht mal in Ihre Akte gucken, was Sie in den letzten Jahren erklärt haben. Man wird sich dann auch vielleicht überlegen, wir machen ein paar Zuschläge dazu. Der PC wird vielleicht auch automatisch im Finanzamt einen Schätzungsvorschlag machen und dann wird man 10 oder 20% vielleicht mehr schätzen als das, was Sie ihm jetzt im letzten Jahr erklärt haben und wird einen entsprechenden Schätzungsbescheid gegen Sie erlassen. Wenn Sie dagegen nichts machen, wird er irgendwann bestandskräftig. Normalerweise ist er unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Aber wenn eben auch das nicht ist, dann haben Sie einen bestandskräftigen Bescheid gegen sich. Und das Finanzamt vollstreckt natürlich daraus, wenn Sie nicht zahlen, wenn Sie darauf nicht reagieren. Vielleicht noch ein Wort andersrum. Wenn Sie auf einen Schätzungsbescheid nicht reagieren und den bezahlen, ist das für das Finanzamt natürlich extrem auffällig. Denn so wie ich es Ihnen erklärt habe, es wird schon höher geschätzt als das, was im letzten Jahr war. Und Sie reagieren nicht, wobei das Finanzamt normalerweise annehmen würde, dass Sie jetzt einen Einspruch einlegen und sagen, es ist viel zu hoch geschätzt. Das muss weniger werden, muss weniger sein. Sie wollen Änderungsbescheide haben. Wenn Sie darauf nicht reagieren, könnten Sie ja noch mehr haben. Das heißt, natürlich wird der Veranlagungsbezirk mit der Bußgeld- und Strafsachenstelle hier Kontakt aufnehmen und überlegen, was man sonst noch macht. Und noch eins vielleicht an dieser Stelle: Ein Schätzungsbescheid entbindet Sie nicht von Ihrer Erklärungspflicht. Sie müssen also trotzdem eine Erklärung abgeben.
Machen Sie das nicht, sind Sie im pflichtwidrigen Strafbaren unterlassen, strafbar nach Paragraf 370 AO. So, und dann haben wir natürlich noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie das Finanzamt reagieren kann. Da gibt es die Zwangsmittel nach den Paragraphen 328 fortfolgende AO. Da kann Zwangsgeld gegen Sie festgesetzt werden, Zwangshaft oder eine Ersatzvornahme. Da komme ich im Einzelfall noch drauf zu, in einem separaten Videoclip. Aber hier an dieser Stelle erstmal ein Zwangsgeld, das man Ihnen androht, vielleicht 500 € festzusetzen, wenn Sie keine Erklärung einreichen. Und wenn dann die Frist abgelaufen ist, dann wird auch das angedrohte Zwangsgeld gegen Sie festgesetzt. Und was passiert noch? Es wird gleichzeitig ein weiteres Zwangsgeld angesetzt oder angedroht erstmal, und zwar dann in Höhe vielleicht von 1.000 €. Und wenn auch da die Frist abgelaufen ist, wird das Zwangsgeld dann in Höhe von 1.000 € gegen Sie festgesetzt und erneut ein weiteres Zwangsgeld dann vielleicht von 1.500 oder 2.000 € angedroht, was dann genauso festgesetzt wird. Spätestens dann ist natürlich die Frage, was mit Ihnen los ist, ob man da mal, wenn Sie Unternehmer sind, vielleicht mal eine Umsatzsteuernachschau Ihnen vorbeischickt oder wenn Sie ein bargeldintensiver Betrieb sind, dass man vielleicht mal eine Kassennachschau hinschickt oder vielleicht sogar gleich die Steuerfahndung schickt, um mal zu schauen, warum Sie denn keine Erklärung abgeben. So, dann haben wir natürlich noch ein ganz anderes Problem. Einleitung eines Strafverfahrens, Paragraphen 369 fortfolgende AO, die Nichtabgabe der Steuererklärung ist strafbar, hatte ich eben gerade gesagt. Und das pflichtwidrige Unterlassen ist natürlich ein Thema. Das heißt, es kann trotz eines Schätzungsbescheides, den Sie wegen mir auch bezahlen, natürlich dann trotzdem zu einem Strafverfahren kommen, weil Sie keine Erklärung abgeben. Wenn Sie nun nach einem Schätzungsbescheid Einspruch einlegen und eine Erklärung dann einreichen, dann haben wir ein ganz anderes Problem, nämlich den 173 AO. Das folgende Problem: Sie haben nämlich die Besteuerungsgrundlagen hier erstmal nicht erklärt. Und jetzt kommen auf einmal Sachen, die Sie zu Ihren Gunsten gerne berücksichtigt haben wollen. Hier ist die Nichtabgabe, wenn Sie die nicht genügend entschuldigen, möglicherweise grobes Verschulden. Und das kann dazu führen, dass die für Sie günstigen Tatsachen nicht mehr als nachträgliche Tatsachen berücksichtigt werden, der Steuerbescheid also nicht zu Ihren Gunsten geändert wird. Sie sehen, die Arsenale der Finanzverwaltung sind sehr umfangreich und sehr vielschichtig. Ich kann Ihnen daher nur empfehlen, geben Sie Ihre Steuererklärung pünktlich ab. Krankheit, Urlaub, andere Umstände, wegen mir auch Geldnutzen, alles keine Gründe, um keine Steuererklärung einzureichen. Gehen Sie zu einem Fachmann, gehen Sie zu einem Berater, lassen Sie sich beraten, geben Sie Ihre Steuererklärungen ab, und geben Sie die vor allen Dingen richtig ab. In diesem Sinne, tschüss, Ihr Jörg Burkhardt.